Und Sie, Madame, was ist mit Ihnen? Sie betrifft das auch. Ich bin nicht hier, um Politik zu machen. Ich bin hier, um meine Schüler zu unterrichten. Ihre Mutter hat kommunistische Flugblätter verteilt, als ich Sie kennengelernt habe. Okay. Ich war Kommunistin. 3 Jahre lang, aber ich schäme mich nicht dafür. Ah, Fabien. Grundstudium, Elite-Uni. Das verdanke ich alles dir. My dad makes planes, so they fly. Ach, du weißt schon, ihr Lieblingsschüler. Der Sohn, von dem sie immer geträumt hat. Das genaue Gegenteil von mir, sowohl äußerlich als auch intellektuell. Entschuldigt bitte. Ich muss weg. Das war meine Mutter. Sie ist verrückt. Ich muss mich um sie kümmern. So geht das nicht weiter. Das ist das 3. Mal diese Woche und jedes Mal für nichts. Der junge Feuerwehrmann, der sich um mich gekümmert hat, war unglaublich süß. Ich habe dich noch nie damit gesehen. Nathalie, ich habe eine andere Frau kennengelernt. Und ich dachte, du liebst mich ewig. Wir wollten dir ein paar Vorschläge zur Überarbeitung deines Schulbuches machen. Hier mit einer moderneren, aggressiveren Aufmachung? Das sieht aus wie eine Haribo-Werbung. Manchmal habe ich das Gefühl, uns Frauen ab 40 kann man einfach auf den Müll werfen. Du wirst bestimmt ganz schnell wieder jemanden finden, glaub mir. Du tust so, als würde alles weiterlaufen. Auf welchem Planeten lebst du? Aufwachen! Du gehst auf Demonstrationen, unterschreibst Manifeste und stellst deine Lebensart nicht in Frage. Du meinst meine bürgerliche Lebensart? Die totale Freiheit zum ersten Mal. Das ist überwältigend.